Hi, schön, dass ihr da seid. Wir haben heute endlich wieder was am Bus gemacht. Yay, und ich werde jetzt dann noch weitermachen, nämlich weiter isolieren. Aber ja, ist glaube ich schnell erledigt jetzt dann. Es geht voran. Was anderes, so ein bisschen ans Thema von gestern angelehnt. Fühle ich auch manchmal wie ein Außerirdischer im eigenen Land. Also das Gefühl, wenn Dinge, die eure Mitmenschen, eure Nachbarn und Freunde, Bekannten als selbstverständlich ansehen, wenn euch klar wird, dass das eigentlich nur eine kulturelle Gepflogenheit ist, sowas, was man halt macht, so, aber wenn ihr genau darüber nachdenkt, dann ist es nichts, was man jetzt unbedingt so machen müsste oder was jetzt so Voraussetzung ist. Ich denke, Reisen fördert dieses Gefühl, wenn man sieht, wie es anders auch gemacht werden kann. Ne? Je weiter wir uns von der eigenen Kultur, vom eigenen Kulturkreis entfernen, desto deutlicher wird es, wie unterschiedlich man sein Leben eigentlich leben kann und welche Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und die Erfahrung finde ich unglaublich wichtig, weil es einfach zeigt, was möglich ist, was man denn machen kann. Man muss halt eben nicht unbedingt irgendwie in einem schicken Mehrfamilienhaus wohnen und seinen 9-to-5-Job machen und die Kinder schön in den Kindergarten und dann in die Schule schicken und das, wie man es halt so macht, weil, warum? Warum muss ich Kinder in die Schule schicken? Warum muss ich einen festen Job haben? Warum muss ich einen festen Wohnsitz haben? Warum kann ich nicht einfach im Auto leben? Spricht nichts dagegen. Und mir geht's halt total oft so, dass ich den Eindruck habe, so, oh Gott, Leute, was macht ihr hier überhaupt? Warum macht ihr das? Welchen Sinn hat das? Also ich fühle mich ganz oft so ein bisschen fehl am Platz hier in dieser Welt. Gerade in diesem Viertel, wo wir momentan leben. Das ist schon eine, ja, relativ, ich will sagen, spießige Gegend. Aber vielleicht hat das Leben hier mich auch so ein bisschen dahin getrieben, den Traum mit dem Campervan da drüben zu verwirklichen, weil ich mich halt hier echt nicht heimisch fühle. Ne? Naja, denk mal drüber nach. Bis dann, ciao, ciao.